Hi zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute mal komplett Stephen King gewidmet, wie ihr ja schon unschwer erkennen könnt. Ich werde heute mal klären, wie bin ich eigentlich zu Stephen King gekommen, wie habe ich von ihm erfahren, was war das erste Buch, was ich von ihm gelesen habe. Gibt es Bücher, die ich vielleicht nicht ganz so gut fand? Ich fange einfach mal direkt von vorne an, als es angefangen hat, als ich das erste Buch von ihm gelesen habe. Es nimmt schon ein bisschen vorweg, wenn ich dazu sage, dass das die Reihenfolge ist, in der ich sie gelesen habe. 2017 im September, ungefähr da zu dem Zeitpunkt, kam eine Verfilmung von Stephen King raus. Und zwar S, die Neuverfilmung zu S, und zwar der erste Teil. Und dieser Film war ungefähr in aller Munde. Das war der Wahnsinn. Also ich weiß das noch ganz genau, weil jeder hat einfach davon geredet und ich habe das überall mitgekriegt. Aber ich weiß auch noch genau, dass ich eigentlich von vornherein gesagt habe, ne, das ist Horror, das interessiert mich nicht, will ich nicht sehen. Also Horrorfilme habe ich noch nie gemocht und warum sollte ich dann den anschauen? Aber der war halt in aller Munde, dieser Film, und jeder hat davon geredet und auf Social Media hat man irgendwelche Ausschnitte gesehen, Trailer oder sowas, und dem Ganzen konnte ich natürlich auch nicht entkommen. Und so war es dann so, dass es zwei Hälften in mir gab. Die eine Hälfte hat halt gesagt, ich will diesen Film nicht sehen, ist halt Horror, und die andere Hälfte hat gesagt, oh Mann, das wirkt aber schon irgendwie hatte das Ganze schon einen Reiz. Ich wollte das schon irgendwie anschauen. Und so hatte ich diese beiden Seiten und irgendwann habe ich gedacht, okay, jetzt schaue ich mal den Film an. Dann hat aber ein guter Freund von mir gesagt, nein, schau auf keinen Fall den Film an, sondern lies das Buch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lese das Buch, weil dieser Freund hat mir auch noch gesagt, dass das Buch halt mega, mega gut ist und dass es eigentlich gar nicht mal so horrormäßig ist. Habe aber gedacht, eigentlich ziemlich geil, ich kauf's mal, ich werde bestimmt irgendwen finden, der es mir abkauft, wenn ich sage, nach 20 Seiten ist es mir zu gruselig oder so. Hab's mir gekauft und ich war hin und weg von diesem Buch. Also ich war so geflasht, ich fand dieses Buch so unfassbar gut, also das kann man sich gar nicht vorstellen. Ich muss auch sagen, ich habe zu der Zeit eigentlich gar nicht mehr so viel gelesen. Ich bin zwar sehr viel mit Büchern aufgewachsen, mir wurde sehr viel vorgelesen in meiner Kindheit und Jugend, und ich habe sehr viel selber gelesen natürlich auch, aber so in den Jahren, wo ich 15, 16, 17 war, tatsächlich also auch in den Jahren 2015, 16, 17 ungefähr, habe ich sehr wenig gelesen für meine Verhältnisse. Und S von Stephen King war dann das erste Buch, was ich unfassbar schnell verschlungen habe. Ich weiß nicht mehr, wie schnell ungefähr, aber ich würde sagen, einen Monat, anderthalb Monate ungefähr. Und ich habe dieses Buch wirklich überall hin mitgenommen. In jedem Bus, wo ich war, habe ich das Buch gelesen. Ich weiß sogar noch, dass ich tatsächlich mal, als ich eine längere Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vor mir hatte, da habe ich sogar mir eine Strecke rausgesucht, wo ich durchgehend mit dem Bus fahren kann, damit ich nicht umsteigen kann, auch wenn ich damit dann natürlich länger brauche, als wenn ich mal U-Bahn oder Tram fahre oder so. Einfach nur, damit ich ungestört dieses Buch lesen kann. Ich habe es wirklich überall gelesen und das war das erste Buch, das ich wirklich, glaube ich, mit aus dem Haus mal genommen habe, um es unterwegs zu lesen. Ja, fand ich richtig, richtig gut. Und erstaunlicherweise habe ich, nachdem ich das Buch beendet habe und das super gut fand, nicht sofort gesagt, fand ich gut, muss ich doch wohl mal mehr lesen von dem Autor, weil für mich war der Autor nicht so relevant. Ich habe halt das Buch gelesen, habe gedacht, super Buch. Ich weiß nicht mal, wie sehr das in meinem Bewusstsein war, dass das so jetzt Stephen King ist, keine Ahnung. Ich verbinde mit einem Buch nicht direkt mehrere Bücher von einem Autor. Keine Ahnung, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Ein paar Monate später erst habe ich dann gedacht, wenn ich das Buch, dieses eine Buch jetzt gut fand, könnte ich ja vielleicht mal mehr von ihm lesen. Schade, dass die anderen Bücher von ihm alle so gruselig sind. Ich weiß nicht warum, aber ich war irgendwie davon ausgegangen, dass S, was den Gruselfaktor angeht, eine Ausnahme war und dass die anderen alle richtig schlimm sein müssen. Ich weiß nicht, warum ich das dachte. Ich dachte es einfach, weil halt alle von Stephen King immer so als der Meister des Grauens beschrieben wird. Es geht immer so um Grauen, aber ganz häufig ist es gar nicht so wirklich der Horror oder mega, mega gruselig. Also ganz viele Bücher sind nicht wirklich gruselig. Schreibt mal bitte in die Kommentare, was ihr unter diesem Titel Meister des Grauens versteht und wie ihr das mit Stephen King verbindet und so. Das würde mich mal interessieren. Habe mich also weitere paar Monate gegen King gesträubt und ich glaube erst ein Jahr, nachdem ich es beendet habe, habe ich das nächste von ihm angefangen und das war dann Mr. Mercedes. Das wurde mir tatsächlich auch von jemand anderes empfohlen. Das habe ich dann mir gekauft und angefangen zu lesen, aber nach 50 Seiten ungefähr fand ich es langweilig.
Es fing an mit diesem Mercedes, der in die Menschenmenge gerast ist und ich dachte, wow, krass. Und dann fing es an mit dem Detective, Bill Hattis und dann wurde es langweilig. Keine Ahnung. Irgendwie habe ich den Reiz verloren und nicht weitergelesen. Als wir dann aber im Oktober oder November 2018 mal in Urlaub gefahren sind für ein paar Tage und ich gedacht habe, jetzt muss ich mal ein Buch mitnehmen, habe ich gedacht, ja, nehme ich das jetzt mal mit, versuche ich es einfach nochmal, lese ich mal weiter, schauen wir mal, was passiert. Und dann habe ich 20 Seiten gelesen und war geflasht. Also ich musste erst so eine gewisse Hürde überwinden, bis das Spannende kam und ich es richtig, richtig gut fand. Und dann konnte ich es auch wirklich nicht mehr aus der Hand legen, weil es wirklich richtig, richtig spannend war und richtig gut. Und es hat mir so gut gefallen. Dann habe ich natürlich dementsprechend direkt Teil 2 und Teil 3 gelesen, die ich ebenfalls mega gut fand. Bei denen hatte ich keine große Hürde, wo ich drüber hinwegkommen musste erstmal, wo ich erstmal abgebrochen habe oder so. Aber ich habe es schon weiterhin gespürt, auch bei späteren Büchern von King, dass er ein Autor ist, der sehr ausführlich schreibt. Und jeder, der King von euch kennt, der weiß das natürlich auch. Er schreibt erstmal unfassbar viel über die Charaktere, über die Umgebung, über deren Leben. Was viele Leser wahrscheinlich erstmal als langweilig empfinden würden, ich ja zum Beispiel jetzt auch, aber wenn man sich daran gewöhnt, dann merkt man, dass das eigentlich nicht langweilig ist, sondern interessant. Es ist nicht unbedingt spannend, aber es ist interessant zu lesen. Ich lese es gerne, es ist unterhaltsam und das finde ich unglaublich toll bei Stephen King. Ja, und ich würde sagen, ungefähr seit Mind Control, also der dritte Teil von der Bill Hodges Trilogie, bin ich wirklich großer, großer Stephen King-Fan. Ich habe sehr viele weitere Bücher von ihm gelesen. Das sind nicht alle Bücher, die ich von ihm gelesen habe.